Das ist eine Eigenheit vom allgemeinen Völkerrecht. Das allgemeine Völkerrecht regelt die Situation unter Staaten, dass es ein Gerichtsverfahren gibt zwischen Staaten, dass auf der Richterbank immer Richter vom betreffenden Staat dabei sind, sogenannte nationale Richter. Der nationale Richter, die nationale Richterin, hat die Aufgabe, den anderen Richter in ein staatliches Recht zu erklären. Situation, Kultur, Politik und so weiter. Einfach der Hintergrund zum Fall. Und diese Regelung hat auch der Straßburger Gerichtshof übernommen. In jedem Fall muss der nationale Richter dabei sein, anwesend sein. Ich war immer in den liechtensteinischen Fällen dabei gewesen. Allerdings sollte ich sagen, diese Regel gilt am Straßburger Gerichtshof nicht für Einzelrichterfälle. Das wäre eigentlich ein bisschen komisch, wenn immer der nationale Richter müsste über sein Fall aus seinem Staat entscheiden. Er wird dann sozusagen zum höchsten Richter von seinem Land und das kann sie nicht sein. Bei den Einzelrichterfällen, unzulässige Beschwerden, das sind bis zu 85%, dort entscheidet immer ein Richter aus einem anderen Land über die Beschwerden. Der Präsident des Gerichtshofs tut für ein Jahr festlegen, welcher Richter für welches Land zuständig ist als Einzelrichter. Es macht Sinn, dass für eine gewisse Zeit entschieden wird, weil der Einzelrichter muss sich ja einschaffen in diesem Fall gegen das betreffende Land. Er muss auch sich einschaffen in die betreffenden Gesetze und so weiter. Und für das braucht er eine gewisse Zeit. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, dass es nicht zu lang ist, sondern dass es immer wieder eine Durchmischung gibt.